herzlich willkommen zum ersten Teil des 1-8-T-Projekts Golf 4, Ziel 300 PS, würde ich mal sagen. Ja, also ich bin richtig gespannt, ob wir das Ziel erreichen. Heute soll es darum gehen, dass wir ein bisschen über den Ist-Zustand vom Golf 4 reden und dann quasi, was für Teile kommen. Hier seht schon, habt es im Intro ja schon gesehen, da liegen schon die ersten Teile, würde ich sagen. Und die werde ich euch ein bisschen näher bringen, erklären, was wir alles verbauen, um unser Ziel zu erreichen, und zwar die 300 PS-Marke zu knacken. Zeige ich euch erstmal das Fahrzeug, damit ihr auch wisst, von welchem Fahrzeug wir reden. Und dazu gibt es jetzt ein kleines Carpönchen. Viel Spaß dabei! Just let me hold you. You be my soldier. You from the north, I mean I know. Just let me hold you. You be my soldier. You from the north, I mean I know. Just let me hold you. You be my soldier. You from the north. Ja, jetzt habt ihr das Auto gesehen. Ich weiß, ich werde mir die ersten Kommentare einfangen. Oh, was sind das für Winterreifen? Leute, das sind einfach Stahl-Winterreifen mit Radkappe, also richtig bescheiden. Aber im Sommer wird es noch einen zweiten Carbon geben. Und zwar, da werdet ihr sehen, was für schöne Sommerreifen das Ding hat. Und dann kommt auch das Fahrwerk erst richtig zur Geltung. Und das Auto eigentlich komplett, weil Reifen bzw. Felgen machen am Auto einfach das meiste aus, meiner Meinung nach. Und ja, jetzt will ich noch ein bisschen darüber reden, was das Auto derzeit alles verbaut hat. Es sind nämlich schon echt ein paar Teile verbaut, die das Tuning auch ein bisschen leichter machen. Und zwar haben wir schon einen größeren Ladeluftkühler eingebaut, beziehungsweise mein Bruder einen größeren Ladeluftkühler eingebaut. Dann ist schon eine neue Benzinpumpe drin, die einfach mehr Benzin fördert. Da will ich aber nachher nochmal drauf kommen, warum man das braucht. Was ist noch verbaut? Ich glaube, ja, derzeit ist so ein Chip von SKN drin, was ungefähr, also angegeben ist er mit 195 PS so um den Dreh. Ich denke, das wird er auch haben, weil er dreht schon jetzt ordentlich gut in den ersten drei Gängen durch. Ich bin gespannt, wie das dann ist, wenn er dann die 300 PS hat, weil der Golf ist nun mal einfach, ist und bleibt ein Frontkratzer. Ich bin kein Fan von Frontkratzern, weil sie einfach die Leistung meistens nie auf die Straße bringen. Und deswegen habe ich mir auch einen S3 gekauft. Wer das Video noch nicht gesehen hat vom S3, ich verlinke es euch oben rechts. Weil der S3 hat auch ziemlich viel Parallelen zum Golf, da werde ich aber nachher auch nochmal drauf eingehen. So, ich würde sagen, jetzt legen wir auch schon los. Ah ne, was ich vergessen habe, der Golf hat auch schon eine andere Kupplung. 450 orange Kupplung, 450 Newtonmeter verstärkt. Das heißt, das wird auch locker lang, weil das Vorhaben ist, dass wir alles, also die Motorpräferie bleibt komplett original. Wir wollen keine Haarschaftbeule einbauen, wir machen dann keine anderen Kolben rein, das bleibt so wie es ist. Der Motor hat jetzt 23.000 Kilometer gelaufen, also auch schon nicht mehr der jüngste. Und ihr könnt zuschauen, ob das Ding, wie lange es hält, ob es hält. Ich bin auch selber mega gespannt und er selber ist auch mega gespannt, ob das Teil überhaupt die Leistung bzw. das Drehmoment aushält. Wir werden das Auto auf ca. 380 Newtonmeter begrenzen lassen. Einfach aus dem Grund, dass das Drehmoment das schädlichste für die Pleuel ist. Und das ist eigentlich auch so das Erste, was flöten geht. Also wir werden, wie gesagt, 380 Newtonmeter begrenzen lassen. Leistung hoffen wir, dass wir an der 300 PS-Marke kratzen werden. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal einfach an mit den Teilen, die er gekauft hat, die wir einbauen werden, um eben das Ziel der 300 PS-Marke zu knacken, erreichen zu können. Und da fange ich jetzt einfach mal an mit den Einspritzdüsen. Die seht ihr hier. Ja, 4-Zylinder, deswegen 4 Einspritzdüsen. Ja, Grund dafür ist, dass die Original-Einspritzdüsen einfach zu wenig Sprit in den Kopf spritzen. Deswegen braucht man da andere Einspritzdüsen. Wenn wir schon beim Sprit sind, wir brauchen natürlich auch eine andere Benzinpumpe, weil die originale Benzinpumpe nicht so viel Sprit fördern kann, wie benötigt wird. Und die ist jetzt auch schon eingebaut. Die kann man auch beim originalen Zustand einbauen. Das ist kein Thema. Braucht man allerdings, weil sonst besteht halt die Gefahr, dass zu wenig Sprit ankommt. Und dann habt ihr eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass euch der Motor halt um die Ohren fliegt.
Gut, ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist der LMM, der Luftmassenmesser. Und da ist es so, dass hier seht ihr auf der rechten Seite den originalen LMM und hier den von R32, also so. Das Krasse ist, beziehungsweise also 80 mm Durchmesser hat der und der andere, glaube ich, 60 oder 70, bin mir nicht ganz sicher, aber halt deutlich kleiner. Ich denke, man kann es ganz gut auf Video erkennen, dass der Unterschied doch relativ groß ist und auch was den Schlauch angeht, das Volumen ist einfach deutlich größer. Das brauchen wir auch, weil wir einfach einen anderen Turbolader fahren, der deutlich größer ist und damit auch mehr Luft braucht. Zum Thema LMM. Ist es so, dass der originale LMM ungefähr bis zu einer Leistung von 220 PS geht und dann ist Ende Gelände. Bei meinem S3 zum Beispiel ist auch schon ein deutlich größerer Ladeluftkühler ist zwei verbaut, aber deutlich größer LMM verbaut. Man könnte sogar den vom S3 nehmen und das Problem ist, dass man dann da oben was umbauen muss, damit der reinpasst. Deswegen hat er jetzt den vom R32 genommen. Er hat auch die komplette, wenn wir schon beim R32 sind, die komplette Ansaugung vom R32 genommen, was auch nochmal deutlich besser ist einfach so. Und zum Schlauch vielleicht ist es relativ wichtig, dass man eben so einen Schlauch nimmt, einen verstärkten, weil das Problem ist beim Original, der würde eh nicht passen, aber selbst bei einem gechippten Motor ist, dass der sich sehr, sehr krass zusammendrückt, weil er einfach sehr weich ist und das kann auch unter Umständen ein paar PS kosten und ist einfach auch nicht gut, weil nicht das Volumen durchgeht, was eigentlich durchgehen kann. Das zum LMM, jetzt vielleicht noch was auch mit der Luft zusammenhängt, und zwar der Ladeluftkühler ist beim Golf GTI eine absolute Schwachstelle. Der hat nämlich nur auf der rechten Seite einen, im Rathauskasten, und das Problem ist, dass da auch die Luft sauschlecht durchzirkuliert. Also jeder Golf-4-Fahrer sozusagen, der ein bisschen Tuning macht, der weiß, dass das eine extreme Schwachstelle vom Golf 4 ist. Und da haben wir uns überlegt, man kann natürlich unterschiedliche Ladeluftkühler verbauen. Das Problem ist, dass meistens eigentlich alle kein TÜV-Gutachten haben, das ist schwierig mit dem Eintragen. Da hat er jetzt einfach einen anderen Ladeluftkühler genommen, der ein bisschen mehr Volumen hat. Und dann wird er dieses Gitter vom Q7 verbauen. Da werde ich auch, der zweite Teil geht ja dann um den Einbau, jetzt ist Teil 1. Und das wird in den Radkasten eingebaut, soll dann die Luftzirkulation deutlich verbessern und ist auch bei vielen schon verbaut und bringt enorm viel. Das Problem ist halt immer, klar, man hat nur einen Ladeluftkühler, ist im Sommer bei hohen Temperaturen, vor allem ist der auch nicht riesig, immer ein Problem. Das bin ich auch gespannt, was da uns der Meister, der das Auto abstimmen wird, sagen wird, weil das könnte ich mir noch vorstellen, dass das ein kleines Manko von dem Auto ist, dass er auch dann nicht die 300 PS schafft, weil einfach die Ladeluft zu heiß ist. Und für Turbomotoren heiße Ansaugluft, scheiße, wirklich kacke. Jetzt habe ich fast was vergessen, was eigentlich noch das wichtigste bzw. das zweitwichtigste Teil ist, und zwar die Downpipe, würde ich sagen, die hole ich jetzt mal hoch. So, hier ist der Oschi. So, der Oschi von Friedrich Motorsport ist eine Downpipe für den 1.8T Golf. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, diese Downpipe ist eine der wenigen Downpipes, die eintragungsfähig ist. Also es gibt leider keine ABE oder kein Gutachten. Man muss die per Einzelabnahme beim TÜV abnehmen lassen. Mein Bruder davor beim TÜV, weil er eben alles TÜV-konform machen will, war er davor beim TÜV und hat eben gefragt, ja, wie schaut es aus, was für eine Downpipe für eine 1.8T gibt es, die man eintragen lassen kann. Und da sieht es relativ mau aus. Also es gibt wirklich coole Downpipes und viele auch, die relativ kostengünstig sind, und das Problem ist einfach, dass die meisten alle nicht eintragungsfähig sind. Und ja, bei uns ist es so mit der Polizei, die sind da relativ krass unterwegs, muss man einfach sagen. Und ja, vor allem halt bei Golf und bei den ganzen Kisten, die, ja, wie soll ich sagen, halt einfach viel Potenzial haben, getuned zu werden, bist du halt schnell dabei. E36 zum Beispiel, ein Kollege von mir, werdet ihr auch noch ein Video sehen, der wird andauernd aufgehalten, obwohl er nicht mal was gemacht hat. Aber deswegen ist es ihm halt wichtig, dass alles eingetragen wird. Das lässt mich dann auch schon auf den Cut zukommen, weil natürlich in der Downpipe sitzt der Cut. Haben wir uns hier für einen HJS-Cut entschieden. Der HJS-Cut ist nicht der günstigste, ist aber einer, den man eben eintragen lassen kann.
Und das ist auch eigentlich der einzige Grund, warum dieser Hyatt SKT drin und ist, dass die Downpipe dann halt relativ teuer werden. Die kostet so um die 900 Euro, glaube ich, und 850 so um den Dreh. Das ist auch das zweiteuerste Teil an diesem ganzen Projekt. Ich werde, wenn ihr es euch wünscht, im nächsten Teil nochmal wirklich alle Kosten auflisten. Ich will das jetzt nicht machen, weil das sprengt den Rahmen des Videos. Aber wenn ihr sagt, boah, ich würde gerne wissen, was ihr wirklich auf den Cent ausgegeben habt, dann liste ich das alles mal auf, weil das haben wir sowieso schon aufgeschrieben für ihn, damit ihr auch mal wisst, was die ganzen einzelnen Teile dann kosten und was so ein komplettes Tuning auch kostet. Zu Downpipe vielleicht noch zu sagen, dass man oben noch ein bisschen was bearbeiten muss, damit der Rückstau beim Turbolader nicht zu groß ist, weil der Durchmesser hier oben am Eingang ist ein bisschen zu klein. Und dadurch gibt es einen Rückstau, was den Turbolader absolut hindert, seine komplette Leistung zu entfalten und auch sauschädlich ist, weil eben durch den Rückstau Hitzerisse entstehen können. Und das ist natürlich fatal, das will keiner. Also das ist mitunter das Schlimmste. Vielleicht jetzt schon zum Turbo. Ich glaube, wir sind jetzt so weit, dass ich euch das Teil zeigen kann, was hier die Musik spielt. Und ich bin auch richtig gespannt, ob das Deployment machen mit dem fetten Lader. Also so fett ist er nicht. Ich meine, 300 PS ist ja auch im AGU jetzt nicht die übertriebenste Leistung. Gibt es Leute, die fahren deutlich mehr. Aber man braucht auf jeden Fall einen anderen Lader. Ja? Und ich würde sagen, den zeige ich euch jetzt mal schnell. Tun wir das noch kurz weg. Also wie ihr seht, ich habe jetzt hier zwei Lader am Start, um euch das Ganze mal ein bisschen näher zu bringen und zu erklären. Hier auf der rechten Seite habe ich einen ganz normalen K03 Lader. Das ist zwar ein S, also man sieht auch hier oben, wurde, da ist nämlich normalerweise so ein Schalldämpfer zwischen. Der ist gleich mal rausgesetzt worden. Die Sache ist die, dass der K03 S Lader ungefähr eine Leistung von bis zu 220 PS, 230 maximal fahren kann. Und der K03 Lader, der Unterschied ist einfach, dass das Verdichterrad ein bisschen größer ist, ganz minimal und ich glaube eine Schaufel oder zwei Schaufel mehr hat. Und dadurch kann er ein bisschen mehr Leistung bringen. Der normale K03 Lader, der jetzt noch im GTI verbaut ist, dem von meinem Bruder, der hat, ich glaube, kannst du, ja, wie gesagt, 200, maximal 200 PS fahren. Viel mehr wird aus dem Lader nicht, da ist Ende Gelände. So, und jetzt geht es um den Lader, der bei uns die Musik spielt. Und das ist hier ein sogenannter K04001 RS Lader. Das Geilste an diesem Lader ist, dass er heißt der K04. So, der Unterschied zwischen K03 und K04 ist eigentlich, ist schon ein anderer Lader. Den kann man eigentlich auch nicht Plug and Play einbauen. Also ich zum Beispiel habe in meinem S38L eine K04 Ladertechnik verbaut. Ich könnte jetzt nicht einfach den oder den Lader einbauen, weil es sind andere Leitungen, ist ein anderer Sitz. Es ist nicht so easy auf K04 Ladertechnik. Ist schon einfach, aber es kostet einfach mehr. Man muss die ganzen Leitungen neu machen. Und easier oder leichter ist es einfach, wenn man Plug and Play das Ganze machen kann. Und Upgrade Lader sind meistens einfach Plug and Play. Problem bei einem Upgrade Lader ist immer, ja, schafft er wirklich dann auch die Leistung, die man haben will. Und die meisten Upgrade-Lader werden nicht bis 300 oder über 300 PS gehen. Und das ist eben das Krasse an diesem Lader hier, das teuerste an dem ganzen Projekt auch, weil dieser Lader ist komplett überarbeitet, ist im Endeffekt von der Basis her ein K03, also das Gehäuse ist ein K03-Gehäuse. Das ist halt auch das Geile, weil man eben Plug-and-Play einbauen kann. Aber ihr seht schon, schaut euch mal die Unterschiede an. Ich zoome jetzt mal ein bisschen rein. Hey, der Unterschied von den Verdichterrädern ist ja abnormal. Und das Krasse ist halt auch, das Abgasgehäuse hinten ist deutlich, deutlich größer. Ist halt aufgefräst, CNC aufgefräst. Und Hammer. Also es soll möglich sein, mit dem Lader eine richtig krasse Leistung zu fahren. Über 300 PS. Das sollte eigentlich überhaupt kein Thema sein. Also ich denke auch nicht, dass das hier, ja, wie soll ich sagen, der Turbo das Problem wird oder was uns dann an unserer Leistung hindern wird, sondern dann denke ich eher, dass es die Ladeluft ist oder andere Komponenten, die dann vorher in die Beine gehen. Also der Lader sollte definitiv die Leistung bringen und ich bin einfach auch gespannt auf das Ansprechverhalten, wie er sich fährt. Habe ich jetzt bis jetzt noch gar keine Erfahrung und ich freue mich einfach, euch da auch mitzunehmen und euch an der Freude teilhaben zu lassen. Ja, ich würde sagen, dann war es jetzt auch mit dem Video und dann hoffe ich, ihr seid beim Teil 2 oder auch bei meinen nächsten Videos wieder am Start. Und bis dahin, ciao!